Hey Stifties und hey an alle, die es noch werden wollen. Ich grüße euch, moin. Ich habe heute für uns ein wunderschönes neues Schiff mitgebracht, die Alvaro de Bazan, ein spanischer Zerstörer. Und die möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Wir fangen so wie immer an mit den Stats des Schiffes, die ich dann so ein klein bisschen einordnen werde. Dann zeige ich euch Gameplay, zeige euch Momente, die das Schiff besonders machen, die das Schiff gut zeigen, gebe euch am Ende ein Fazit und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Fangen wir an mit der Panzerung. Ganz, ganz oben immer die Panzerung. Hier seht ihr nichts Besonderes. Alvaro de Bazan, keine verbesserte Panzerung oder sonst irgendwas. Wenn ihr hier so ein bisschen um das Schiff rumgeht, so wie ich es gerade tue, fallen euch natürlich erstmal, die kriegt ihr übrigens standardmäßig mit dazu, wenn ihr dieses Schiff dann für Dublonen oder Kohle erwerben solltet, die dezenten spanischen Flaggen hier an der Seite auf. Also die sind schon relativ klein. Also wenn ihr euch an den italienischen Look erinnert, mit dieser schönen großen Flagge vorne auf dem Bug, das hier ist noch ein bisschen dezenter gelöst, finde ich. So viel dazu. Ansonsten ein sehr, sehr hübsch gelungenes Schiff. Mir gefallen die Flaggen persönlich wirklich sehr, aber ich bin sicher, dass das manchen Leuten ganz und gar nicht gefallen wird. Ansonsten ein wunderbar schön gelungenes Schiff, wie ich persönlich finde. Sehr detailreich, also da ist wirklich viel passiert in den letzten Jahren bei Wargaming, wenn man sich das hier mal so anschaut, was hier so alles drauf ist auf den Dingen. Das sieht schon ziemlich gut aus. Panzerung, aber nichts Besonderes. 19mm, da wo überall. 19mm ist standardmäßiger klassischer Zerstörer. Hier vorne relativ hoch aus dem Wasser ragend. Hinten standardmäßig relativ tief, würde ich sagen. Oder sagen wir mal durchschnittlich aus dem Wasser ragend. Jetzt nicht mega doll. Und das ist die Alvaro. Überlebensfähigkeit. Ich zeige euch jetzt hier die geskillten Werte. Gleich mit dem Kapitän dann mit dazu. 30.100 Trefferpunkte, also plus. Ihr habt viele Trefferpunkte. Das ist schon mal wichtig, Leute. Erster großer Faktum. Artillerie, 135mm haben wir hier. Ladezeit von 5,5 Sekunden geskillt. Dauer für die 180-Grad-Drehung 18 Sekunden, ist ein bisschen wenig. Hätte schneller sein können. Dafür aber 360-Grad-Türme, nämlich den und die beiden vorderen. Der hintere leider nicht. Und damit lässt sich arbeiten. Geskillte Reichweite 15,1 Kilometer mit 825 Meter pro Sekunde. Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Ihr werdet es gleich noch im Gameplay sehen. Damit kann man gut über Range Damage machen. Und mit 5,5 Sekunden Ladezeit geht das easy. Von daher, schöne Sache. 1950 Damage, Alpha HE. Und ansonsten 10% Brandwahrscheinlichkeit. 10% ist nicht so viel, ist jetzt aber auch nicht mega wenig. Gibt auch weniger. Von daher vollkommen in Ordnung. Average. Also behaltet im Kopf. Panzerung nichts Besonderes. Überlebensfähigkeit gut. Artillerie schöne Range. Lässt sich gut mit farmen. Ladezeit in Ordnung. Brandzeit average. Torpedos haben wir auch mit dabei. Ja. Nicht nur gute Artillerie, Leute. Wir haben auch gute Torpedos mit dabei. 2x4, 533 mm. Ladezeit 95 Sekunden. Standardmäßig. Tier 10er Schiff. 13,5 Kilometer Range. Das ist ziemlich gut, Leute. 13,5 Kilometer Range. Das heißt, ihr könnt im Kite stehen. Oder nicht nur im Kite stehen. Ihr könnt relativ weit von den Schiffen wegbleiben. Und dann aber auch schießen währenddessen. Das ist ziemlich cool. Torpedogeschwindigkeit ist dann relativ gering mit 56 Knoten. Nichtsdestotrotz gehen die Dinger aber 1,1 Kilometer vor dem Ziel auf. Das heißt, auch wenn sie langsam sind, spielt keine Rolle. Die gehen so spät auf. Die treffen das Ziel, wenn sie dann einigermaßen drauflaufen auf den Gegner. Das sind also keine irgendwie Shimakaze-Torpedos, wo man sich so denkt, aber da wird es dann vielleicht doch noch einer werden. Man trifft sie hier schon, Gegner. Es sind auch keine Black-Torpedos, wo man dann gegnerische DDs immer mit raustrifft. Ne? Also, falls jemand von euch die Black hat. Ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall, das ist der Quantum gut einzusetzende Torpedos, 2x4 Stück, die euch auf jeden Fall helfen dabei, Gegner im Push zu verhindern.
Wasserbomben haben wir auch mit dabei. Das ist Average, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Ihr habt 10 Stück, 2 Ladungen, 2200. Da geht auf jeden Fall deutlich mehr, was an Wasserbomben anbelangt. Aber 10 Stück, 2200, das ist okay an Alpha, was da runterkommt, Leute. Das ist jetzt nicht mega wenig, das ist okay. Flugabwehr, leider nichts Besonderes, aber mit einer relativ coolen Sache. Feuerreichweite 3,5%. Behaltet euch mal die 3,5 Kilometer im Kopf. Ist nämlich ein relativ wichtiger Wert, wenn wir gleich nochmal sehen. Kontinuierlicher Schaden, ansonsten 338, das ist vollkommen in Ordnung. 338 ist sogar ziemlich gut für einen Zerstörer. Also, Leute, eigentlich ist das ein Dream, muss man sagen, für Zerstörerfahrer, aber halt 3,5 Kilometer Range und von daher kann man hier auch weitermachen. Manövrierbarkeit, sehr spannend. 730 Meter Wendekreisradius. Das ist nicht wenig, aber Leute, wir fahren Stock mit Geschwindigkeitsflagge, ne? Also dann nicht ganz Stock, ne? mit Speedflag, 42 Knoten. Wir haben gute Range, gute Guns, gute Überlebensfähigkeit, können über Range farmen, haben gute Torps und eine gute Geschwindigkeit. Das heißt, wir können auch gut dodgen. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? 42 Knoten. Ruderstellzeit 5,6 Sekunden, 37 Meter Wendekreisradius. Also ihr solltet nicht vor den Gegnern Full Broadside turnen. Das macht eher so wenig Spaß mit dem Schiff, weil dazu seid ihr dann doch relativ sluggisch unterwegs. Durch den Wendekreisradius. Aber ansonsten läuft das doch. Naja, dann hat das Schiff aber einen Downside, ne? Ist ja klar. Also wenn du normalerweise, wenn du eine gute Artillerie hast, die jetzt nicht mega krass viel DPM macht, sage ich euch auch. Aber wenn ihr eine gute Artillerie habt, mit der ihr gut über Range farmen könnt und gut in der Geschwindigkeit und sogar noch Torps, da muss ja die Verborgenheit irgendwo bei 7 Kilometer sein. Das ist ja dann irgendwie so ein bisschen russischer Zerstörerstil. Nö, ist sie nicht. 6,2 Kilometer. Here you have it. Das ist ein wunderhübscher Allrounder, Leute. 6,2 Kilometer. Da lässt sich gut was mitmachen. So viel kann ich euch sagen. Erkennbarkeit zur Luft, 3,5 Kilometer. Also ihr könnt die Flak anlassen. Die geht nämlich vorher nicht auf. Ihr werdet nämlich eh gespottet, 3,5 Kilometer. Und könnt damit die Flak anlassen. Und die ja eh nur eine Max-Range von 3,5 Kilometer hat. Also auch noch sehr convenient. Ziemlich, ziemlich cool. Ausrüstung, also das Ding fährt man hier auf jeden Fall zu 100% auf Guns. Das ist klar, wenn man halbwegs vernünftige Guns hat, Leute, fährt man eigentlich immer auf Guns. Immer, weil Guns machen, helfen euch im Fight gegen gegnerische Zerstörer. Und das ist nun mal eure Hauptaufgabe. Ihr gewinnt dann Games, wenn ihr als eigener Zerstörer den gegnerischen Zerstörer rausnehmt und dann spottet und die gegnerischen Schlachtschiffe beschäftigt, dann gewinnt ihr Game. Relativ klassisch, weil dann kommt ihr auch irgendwann ins Cap, könnt ihr das Cap cappen, etc. Wisst ihr alles. Alles standardmäßiges Spiel, deswegen skillt man hier auch die Guns. Und da, ja, ist es dann auch gar nicht schlecht, dass man hier die Hauptbatterie-Modifikation 3 einbauen kann. Tarnsystem ist klar, Prop-Mod ist klar, also Antriebsmodifikation 1 logischerweise, Zielsystem. Dann verbessern wir hier den Motorboost, weil wir haben nämlich auch noch einen Motorboost dabei, der uns noch schneller macht. Ziemlich, ziemlich cool. Auch Batteriebewaffnungsmodifikation 1 nehmen wir auch noch mit. Ja, und dann, Leute, nicht nur sind wir dann relativ schnell Open Water mit 8% und den 42 Knoten, die wir ja eh schon haben, sondern dann haben wir auch noch einen Smoke dazu und das dreimal. Und das, sage ich euch ganz ehrlich, ist nicht mal die beste Sache. Die beste Sache, da habe ich uns extra einen Clip rausgesucht, werdet ihr jetzt auch gleich im Gameplay sehen. Da habe ich uns extra nochmal eine spezielle Stelle bei rausgesucht, womit ihr nämlich wirklich, wenn ihr das aktiv einsetzt, das erfordert ein bisschen, ihr müsst nachdenken und ihr müsst das benutzen im richtigen Moment, nicht einfach immer, aber im richtigen Moment, aber wenn er es tut, richtig, richtig stark. Es gibt hier nämlich ein Stoßfeuer. Ey Leute, und wir sind ein Rang 10er Standardzerstörer, der hier für Kohle ins Spiel kommt. Kein super Schiff. Wir haben ein Stoßfeuer und das als Zerstörer. Erinnert euch an den Burstfire der Condé, Leute. Wie schön das doch ist. Ja, und wir werden sehen, der Stoßfeuer hier, der hilft auch. Der ermöglicht nämlich in bestimmten Situationen nochmal das i-Tüpfelchen rauszuholen. Jetzt viel Spaß beim Gameplay und danke, Leute. So, Leute, und dann sage ich herzlich willkommen zum Gameplay in der Alvaro de Bazan. Eine Divi-Runde hier gefahren von mir
Und meinen Kollegen, ihr hört den coolen spanischen Kapitän immer im Hintergrund. Ziemlich, ziemlich cooler Sound, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind hier auf der Karte North unterwegs. Supercarrier gegen uns, Eagle, die werden wir dann auch noch sehen. Macht uns das Leben nicht unbedingt einfacher. Hayate U2501, ein DD nur. Leute, da kommt also viel auf den gegnerischen DD drauf an. Und ihr werdet sehen, der gegnerische DD, der macht hier eine Sache relativ doll, relativ schnell falsch. Und dadurch haben wir ja auch eine sehr, sehr gute Runde dann, die uns ermöglicht wird. Montana, Preußen, Mecklenburg, Georgia, Soyuz. Unglaublich viele BBs, Leute. Marseille, Hindenburg, Sao, Riga. Auch nur die Riga mit Radar, sonst eigentlich nichts weiter. Und dann haben wir halt noch ein U-Boot. Also könnte eine relativ gute Runde für uns werden und wird's auch. Ich spule jetzt hier mal ein bisschen vor am Anfang, Leute. Wir gehen jetzt hier auf die Flank. Hayate geht auf in der Mitte. Zack, zack, zack. Alles wunderbar. Haben wir gesehen. Und gehen jetzt die Hayate kontern. Falls euch was aufgefallen ist, Leute. Natürlich erste Stärke hier schon mal von der Alvaro. Ihr seid halt keine Forest German, die halt irgendwie langsam rumgurkt. Nee, seid ihr nicht. Und zwar wieso nicht? Naja. Ihr habt halt 42 Knoten. So, und zack, jetzt hier geht's auf die Hayate. 4000 Alpha, Leute. 4000 High Alpha. Habt ihr gerade richtig gesehen. Joa, und damit ist die Hayate schon fast weg. Der hat nämlich 24.300 Leben, kein Burstfire etc. Wir haben übrigens immer noch unseren Burstfire, Leute. Den können wir hier sogar noch nehmen. Brauchen wir gar nicht mehr, weil jetzt waren wir nämlich hinter der Insel. Ja, und das war die Hayate. Wir haben 7000 Damage drauf gemacht. Hinten natürlich aus unserer Divi gut Unterstützung gehabt. Die Nevsky hat einmal geradert. Das war der Grund, warum der hier so schön aufgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, Leute. Ich meine, Divi-Kollegen sind jetzt auch nicht der größte Cheat, den man sich holen kann. Also in der guten Divi zusammenzufahren, macht es euch immer einfacher. Die Hayate hätte ich auch so hier rausgekriegt. Ich zeige euch später gleich nochmal, wie es auch nochmal in einem anderen Dogfight gut aussehen kann. Und das wird mit dem Schiff eigentlich immer sein, weil die Guns sind nämlich gut. Und naja, wir sind jetzt 9600 haben wir auf den DD gemacht. Haben jetzt schon einen Brand, sind jetzt bei 24.800, holen jetzt hier das Cap. Und damit ist eigentlich unsere Runde, könnte man sagen, schon zu 50% erfüllt. Weil nämlich, oder unsere Rolle zu 50% erfüllt. Wir haben unglaublich viel Map-Control hier gewonnen, dadurch, dass der gegnerische DD raus ist. Machen jetzt hier Unterstützungsschaden auf die gegnerischen Schlachtschiffe. Haben das Cap geholt. Also eigentlich eine Traumrolle, die wir jetzt hier erfüllt haben, ne? Und achtet darauf, wir stehen jetzt hier die ganze Zeit im Smoke, sind zu und schießen immer schön und fleißig und wild und ein Torpedotreffer und ein Flooding dazu und wir sind bei 64.000 Damage. Und jetzt kommt tatsächlich ein Raider. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was denn die Riga nun macht. Da ist tatsächlich die Riga, geht hier auf, kommt hinter der Insel hervor. Ich bin natürlich im Raider, entscheide mich dafür, jetzt hier relativ fix wegzufahren. Ist klar, gegen eine Riga, 8 Kilometer wollen wir nicht unbedingt sein. Umso weiter wir weg sind, umso besser ist es. Torpedos sind gerade ready geworden. Das ist relativ risky, jetzt hier aufzudrehen einmal und die Torpedos zu nutzen. Nichtsdestotrotz kann man machen in der Situation. Es sind jetzt 71.000 Schaden, machen auf die Riga Damage. 2.500. AE Alpha. 750. AE Alpha. Ja? Brand. 1000 AE Alpha. Ja, 23 mm Pen reichen hier nicht aus, um das Deck etc. von der Riga zu pennen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Jetzt hat er zwei Permabrände von uns. Er hat nämlich vorher gedamaged konnt. Meine Güte, die Riga kriegt er hier richtig auf den Sack, war 10.000 Damage schon insgesamt. So, und jetzt gehen wir in den Burstfire. 1600. Versuchen hier das letzte bisschen noch rauszubursten. Brauchen wir schon fast gar nicht mehr, weil die EG und alle schießen nämlich auch noch mit drauf. Naja. Kriegen den Kill, glücklicherweise, sind bei 90.000 und haben den Raider Cruiser rausgenommen. Gut, man muss sagen, der hat sich jetzt hier nicht so schlau angestellt, wie man es eigentlich hätte machen müssen als Raider Kreuzer. Man muss sich natürlich das Raider pullen und so, das ist sehr, sehr gut gemacht. Da kann man auch mal ein bisschen den gegnerischen DD mit überraschen. Ich war jetzt hier nicht überrascht, aber stand natürlich im Smoke und war langsam. Also, tja, das hätte man schon ausnutzen können. Nichtsdestotrotz war das der Grund, warum er jetzt hier gestorben ist. Ihr seht da unten nämlich auch, ne, Leute, ganz, ganz klar präsent. Unsere Divi ist hier durchgepusht. Black Mark und der Markus. Also quasi die Markus-Divi ist durchgepusht. Über die Außenlinie. Crossfire war jetzt da vom Kurfürsten. Die Riga hätte da eh nicht überlebt. Ja, das ist halt das Gute. So, und weiter geht's.
Wir haben ja Range geskillt, alles easy und wir farmen weiter munter auf die Montana. Sind jetzt übrigens schon bei 90.000 Schaden nach 6 Minuten, Leute. Sind wir hier irgendwie auf Damage gegangen bis jetzt? Eigentlich ja nicht. Also wir haben halt geschossen, ja okay, aber was wir eigentlich gemacht haben, ist einen gegnerischen DD gekillt und das Cap geholt. Eigentlich sind wir hier nicht auf Full Farm gegangen, haben trotzdem schon über 90.000 Schaden. Brand auf die Montana. Wir wechseln auf die Preußen. Die hatte nämlich Damage Cont gehabt. Nee, Damage Cont jetzt erst. So war es gewesen. Damage Cont jetzt erst. Ihr seht hier auch den Damage. HE Alpha 1400, Leute. Ja, klar. Kurfürst oder Preußen hat eine gute Panzerung, aber halt auch eine gute Panzerung und eine gute Superstructure, ne? Und eine gute Superstructure. Da reicht uns unsere HE-Pen von 23 mm dicke aus. Weil eine dicke Superstructure, die Superstructure penne ich auf jeden Fall und da mache ich auf jeden Fall guten Damage dran. Du musst halt nur treffen. Ne? Und das sind alle 3, 4, 5 Sekunden hier 1000 Schaden. Und Brände, die gibt es dazu. Und 1000 Schaden ist sogar noch ein bisschen wenig, Leute, weil meistens sind es nämlich deutlich mehr als 1000. Ihr seht es hier, 1600 waren es gerade eben. Dafür waren es jetzt nur 460, okay. Jetzt waren es ziemlich genau 1000. Aber jetzt ist er auch voll im Kite. Das waren jetzt 1200 und 600. Also es waren 2000. Also Damage ist da, Leute. Ja, Damage ist da. First Fire hier auf die Preußen, damit wir den noch rauskriegen. Der ist nämlich jetzt aus meiner Range rausgefahren. Ich glaube, es wird tatsächlich nicht reichen, um den rauszukriegen. Insgesamt mit dem Burst Fire würde ich sagen, kumuliert 3000 nochmal gemacht. Leider keinen Brand. Ich wollte noch einen Brand draufsetzen. Hoffentlich geht er noch raus. Aber Tuta, die Nevsky, Markus aus der Divi... brennt, lässt ihn ausbrennen. Super Carrier geht uns an. AA hatten wir ja gehabt, oder beziehungsweise sehen wir jetzt hier auch mal im Testing. Ja, mit 6300 Damage gemacht. Das ist jetzt nicht wenig gegen die Carrier, gegen die Flugzeuge. Nichtsdestotrotz hat uns das jetzt irgendwie hier davor bewahrt, vom Carrier angeflogen zu werden. Nein. Aber wir haben ihm immer irgendwas abgeschossen. Das ist schon mal nicht schlecht. Sind jetzt bei 140.000 Schaden, Leute, ja. Wollte ich nur mal erwähnen. 141.000 Schaden. Mega viel Schaden schon wieder. Oder... immer noch quasi. Und hier sind noch jede Menge Gegner da, ne? Muss man einfach mal sagen. Auch das Ende hier der Runde ist unglücklich. Da kann man auch noch deutlich mehr machen. Naja gut. Aber ihr seht es, Leute, mit unseren Guns auf keinen Fall sind wir hier irgendwie, ich würde sagen, schlecht unterwegs, sodass man hier irgendwie wenig Schaden machen würde oder so. Auf keinsten. Wir machen hier ziemlich guten Schaden und das auch beständig, weil wir nämlich gute Guns haben. Georgia ist jetzt hier offen vor uns. Ich dachte, der würde weiter pushen. Tut er nicht. Fährt rückwärts. 2400 ist jetzt in der Damage-Con. 2300. Ne? 7,4 Kilometer vor uns. Das treffen die Superstructure sehr, sehr gut. Jetzt zack, jetzt hat er nur noch 3000 Leben. Er stand einmal schön Breitzeit. Da hat jemand bestraft. Genau, wir bürsten jetzt hier noch rein, weil ich ihn raushaben wollte und weil er jetzt hinter die Insel gefahren wäre. Macht man prinzipiell immer so, ist halt safe, Leute. Die Schiffe müssen raus, wenn die low sind, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dafür haben wir jetzt hier den Burstfire benutzt, sind jetzt hier nicht im Reload, können jetzt hier zwei Salven nicht schießen auf die Montana, aber so, die ist jetzt auch nicht weiter schlimm, dafür wäre die Georgia aber sicher raus gewesen. Ja, stehen hier hinter einer Insel. Wären jetzt hier in dem Fall auch wieder nicht offen gewesen, deswegen auch meine Skillung, die ich euch später zeigen werde, so wie sie jetzt ist, halt gewählt. Nämlich nicht mit furchtlosem Raufbold. Sind bei 155.000. Und zack, 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 es gibt wieder einen Brand. Ja, läuft ja ganz gut, ne? Und dabei waren es noch gar nicht so viele Brände. Wir haben 290 Treffer bis jetzt und 9 Brände, Leute. Das ist guter, Durchschnitt. Das ist jetzt nicht eine mega krasse Fire Chance, ja. First Fire hier auf die Montana. Geht leider eher raus. Das ist sehr, sehr schade. Ansonsten hätte man hier vielleicht sogar noch rausgeburstet. Naja, der Kill, sage ich mal, hätte nicht unbedingt unserer sein müssen. Aber durch den Burst Fire, der da in der Luft war, hätten auf jeden Fall unsere Aktien drin gehabt, sage ich mal. Jo, Sau kommt von oben, Marseille, Mecklenburg. Immer noch mehr als genug Schiffe da, Leute. Möchte ich nur noch mal ganz kurz erwähnen. Da unten ist noch eine Soyuz, die sich immer noch mit unserer Nevsky da prügelt. Die Nevsky hat da auch echt zu tun gegen die Soyuz. Die kommt dem jetzt relativ nahe. Ja, gut. Muss mal sehen, was bei rumkommt. Ansonsten, wir haben jetzt hier auch noch eine Pommer, eine Jombard und der Carrier, der uns anfliegt. Also... Runde ist noch nicht durch, aber sieht schon gar nicht so schlecht aus für uns.
Hier seht ihr halt relativ gut die Stärken von dem Schiff, Leute, ne? Also ihr seid halt ein Allrounder, ihr könnt die ganze Zeit immer schön gunnen. Immer schön gunnen, gunnen, gunnen. Ihr geht dadurch auch mal auf. Da schießt auch mal jemand auf euch. Das ist ja okay. Sollen sie mal auf euch schießen, ist doch alles gut. Wenn sie auf euch schießen und ihr dodgt die, dann ist deutlich besser, als wenn die Gegner auf irgendwen anders schießen. Und da, keine Ahnung, was weiß ich, Zitas machen oder so. Hier ist jetzt ein Fehler dabei von meiner Seite aus. Aber Leute, Fehler passieren halt auch mal. Wir haben halt 23 mm pennen. Ich dachte, ich würde die Sao hier pennen. Und tun wir natürlich nicht. Ihr seht jetzt hier den Burstfire mit HE, der genau 0 Damage macht, Leute. Weil wir nämlich 19 Durchschläge und einen Pen gemacht haben. Wir haben zu tief gezielt. Entweder auf AP umwechseln, Herr Stifti, oder einfach auf die Superstructure zielen. Dann wäre hier die Sao easy rausgegangen. So steht er jetzt da und wir waren ziemlich glücklich, dass wir hier nicht rausgegangen sind gegen die Sau oder beziehungsweise nicht eine fette Schelle kassiert haben. Hätte der seine Gans eingedreht gehabt, hätte auf uns geschossen, dann wäre das aus der Entfernung richtig, richtig heftig Schaden geworden. Deswegen bin ich hier auch auf den Burst gegangen, weil ich ihn schnell raushaben wollte, damit mir nämlich das nicht passiert. Das ist leider nach hinten losgegangen. Jetzt haben wir hier eine Hindenburg vor uns. Ich entscheide mich jetzt hier zu schießen. Warum, Leute? Warum ist relativ einfach zu sagen. Ich habe da hinten eine Nevsky immer noch 10.000 Leben. Die hat die Soyuz tot gekriegt. Nichtsdestotrotz wird das jetzt sehr, sehr eng mit meiner Nevsky. Ich versuche hier meine Nevsky aktiv zu unterstützen. Das kann man mit dem Schiff auch machen, indem man nämlich aufgeht und ballert, Leute. Leider entschießt sich die Hindenburg nicht auf mich zu schießen. Er tut's nicht. Das ist sehr, 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 sehr schade. Er tut's halt leider nicht. Jetzt dreht er seine Gans langsam vielleicht auf mich. Nee, immer noch nicht. Der guckt immer noch auf die Nevsky. Ja, und das ist natürlich schade. Ne? Das ist natürlich schade. Dadurch wird hier unsere Nevsky hier unten sterben. Ich bin jetzt hier leider in einer Situation, denn die Hindenburg selber am Kite ist und ich im Push bin, kann ich selber schlechter dodgen als er. Und da wird es jetzt natürlich schwierig für mich hier den Schaden noch drauf zu machen auf die Hindenburg. Nichtsdestotrotz, Leute, braucht man nochmal hier ganz kurzes Positioning. Wir sehen hier hinten eine Jombard, eine Pommern. Ja, Conqueror ist relativ weit weg, aber zumindest mal die JB und die Pommern, Leute, können easy auf die Hindenburg schießen. Bis jetzt ist das komplett unser Schaden. Ich gehe jetzt, und das ist jetzt hier auch leider das Ende der Runde für uns. Ich gehe jetzt hier bewusst auf die Hindenburg. Das ist natürlich ein schlechter Trade. Er ist 10 Kilometer an mir dran. Ich weiß, dass ich den hier nicht dodgen kann. Ihr seht, ich werde langsamer. Ich versuche ihn hier auch zu dodgen. Das ist prinzipiell auch möglich, wenn ihr halt weiter weg seid und selber im Kite seid. Wenn ihr halt pushen müsst, klappt das halt nicht. Dann kommt jetzt aber der Carrier auch noch mit dazu, macht halt auch nochmal 4000 drauf. Und jetzt habe ich halt zu spät das begriffen. Na, die Eagle, durch die 4000 Damage, die jetzt hier noch von der Eagle gekommen sind, sind wir jetzt so low life, da hätten wir uns viel, viel eher smoken müssen. Der Smoke war jetzt hier viel zu spät. Nichtsdestotrotz achtet man ein bisschen darauf, Leute. Wir haben jetzt hier die Hindenburg runtergeballert. Wir haben der Hindenburg insgesamt 15.000 Damage gemacht. Seht ihr hier oben am Damage Meter, Leute? 15.144 Damage auf die Hindenburg. Brand tickt noch, vielleicht waren es sogar, ne, tickt jetzt nicht mehr, vielleicht sind es sogar noch ein bisschen mehr. Die Hindenburg hat uns in der Zeit 17.000 Damage gemacht. Ja, oder sagen wir, naja, 17.300. Komm. Ah, klar, ich meine, Leben auf einem Zerstörer ist viel, viel sinnvoller als Leben auf einem Kreuzer, ohne Frage. Ich ärgere mich jetzt hier auch darüber, weiß ich. Weil ich hier nämlich noch die Eagle haben wollte, auch nochmal ein bisschen mehr Damage mit auf die Eagle hätte machen können. Aber nichtsdestotrotz, Leute, warum ist die Hindenburg nicht rausgegangen? Das wissen wir hier, Leute. Da ist eine JB, die war dicht dran an der Hindenburg. Ich weiß nicht, warum der nicht auf den geschossen hat, Leute. Das war nur die ganze Zeit mein Damage. Verlässt man sich auf seine Teamkollegen, das ist die Essenz. Dann kann man auch mal rausgehen mit dem Schiff. Das sollte, das kann passieren, ja. So. Schauen jetzt hier noch ein bisschen rum. Hindenburg wird jetzt hier von unserem Carrier angegangen. Runde ist jetzt, wie gesagt, an der Stelle für uns hier leider durch. Wir sind am Ende bei 182.000 Schaden rausgekommen. Jede Menge Shell-Treffern, einem Kill, einen Torpedotreffer. Ihr habt die Stärken gesehen. Wir haben Torps, wir haben Guns. Alles dabei, Leute. Full Package. Ihr könnt gegen gegnerische DDs gut fighten. Ihr könnt auch einigermaßen gut dodgen, wenn es jetzt noch nicht gerade auf 10 Kilometer gegen die Hindenburg ist.
Stärken von dem Schiff habt ihr gesehen. Schwächen natürlich auch, ne? Also klar, wir haben die ganze Zeit durchgeballert, kommen auf 180.000 Schaden. Wenn wir die ganze Zeit in der Masso durchballern, Leute, machen wir 500.000 Schaden. Könnt ihr nicht machen in der Masso, weiß ich, weil ihr rausgeschossen werdet. Das ist ein blöder Vergleich, den ich jetzt hier anstelle, aber prinzipiell, was ich damit sagen will, die DPM von dem Schiff ist natürlich nicht die beste. Die Alvaro hat mit 5,5 Sekunden Ruderstellzeit, mit 5,5 Sekunden Ladezeit, geskillter Ladezeit, besser geht die Ladezeit nicht mehr, kommt die natürlich nicht an Werte ran wie von der Sherman oder von der Masso. Das sollte, oder von der Smaland, das sollte euch klar sein. Ansonsten glaube ich, schöne Runde. Wir haben uns hier auch als Divi sehr, sehr gut behauptet. Und ja. So Leute, dann herzlich willkommen nochmal zu den Screenshots. Wir sehen jetzt hier nochmal 182.000 Schaden. Ein Torpedotreffer nur dabei gewesen, der Rest alles durch die Main Guns gekommen. Könnt ihr hier nochmal direkt drauf schauen, was wie viel gemacht wurde. Oh, jetzt bin ich hier 2.200. Wie viel Base haben wir gemacht? Also sehen wir jetzt hier gar nicht. Na gut, sehen wir nochmal am Ende. Auf der Riga 20.000 Schaden, mega, mega viel. Auf der Hindenburg 21.000 Schaden. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben, ich hätte gedacht, wir haben 15.000 Schaden auf die Hindenburg gemacht. Waren es nicht. Sind 21.000, seht ihr da oben, Leute. War also deutlich mehr. Das heißt, wir haben sogar besser getradet gegen die Hindenburg, obwohl die Situation, die wir da hatten, für uns eigentlich schlecht war. Aber das ist halt das, was ich euch mal zeigen will, wie viel Schaden doch aus so einem Zerstörer rauskommen kann. Ansonsten HE Alpha 101.000. Torpedos 12, Brände 68. Also ihr seht es hier, durch Brände haben wir fast genauso viel gemacht wie durch die Hauptbatterie. Trotzdem HE Alpha ist da, Leute, obwohl wir nur 23 mm Pen haben. Kreditpunkte, ihr seht es hier, Schiffs-EP 3600 ist in Ordnung. Ist jetzt nicht die Base-EP, aber ja. Hier seht ihr dann am Ende nochmal meinen Kapitän. Den stelle ich euch direkt ganz am Ende des Replays auch nochmal vor. Aber nochmal so als Vorab-Info. Schöne Runde, das soll der erste Streich gewesen sein. So Leute, moin, herzlich willkommen. Jetzt hier zum speziellen Clip einmal. Das, was ihr nämlich noch nicht gesehen habt, das spezielle Feature der Alvaro, der Burstfire. Ich spule jetzt hier erstmal relativ fix vor. Hier passiert nicht das, was ich euch zeigen will. Wir launchen jetzt hier einmal preemptively Torps. Also auf Ziele, die dort ins Cap reinfahren können. Gehen dann hier einmal auf Außen spotten, damit wir sehen, was aufgeht. Haben hier einen Puerto Rico Raider, können jetzt hier nicht weiter drücken, etc. etc. Deswegen drehen wir jetzt hier einen Kreisel nach links in die Ecke. Wir wissen aber, das Cap wurde hier gecapped, vor der Schliefen schon. Das heißt, da muss ein DD drin sein. Und jetzt passiert hier gleich eine Sache, die euch in jedem DD-Fight hilft, wenn ihr das dann vernünftig einsetzt. Wir sehen jetzt hier erstmal, Torpedos laufen auf die Schliefen, ja. Die Republic kommt dahinter. Wir wissen, hier muss der DD irgendwo vor uns sein. Wir gehen vor ihm in den Kite. Da geht die Gearing tatsächlich auf. Weil er nämlich schießt. Und jetzt, zack, Burst Fire. Umgewechselt. Die drei Salven gehen raus. Das war jetzt innerhalb von ungefähr anderthalb, zwei Sekunden, Leute. Und zack, die drei Salven sind gelandet. Und jetzt, was machen wir? Wir ziehen uns den Smoke und gehen zu. Das hilft euch natürlich unglaublich, Leute. Das hilft euch natürlich unglaublich, weil es nämlich euch hilft, Games und gegnerische Zerstörer gut zu bekämpfen. Und natürlich krass gut zu traden. Wie viel Damage hat jetzt hier uns die Gearing gemacht? Zero. Wie viel Damage haben wir der Gearing gemacht? Zeige ich euch gleich im Anschluss. Und zack, Leute. Hier nochmal der Endscreen dazu zum Gameplay, was ihr gerade gesehen habt. 9653 Schaden auf die Gearing. Das sind 50% vom Leben, die ihr sonst innerhalb von, ich weiß nicht, 10, 5, mindestens 20 Sekunden von einem gegnerischen Zerstörer runterschießt, die ihr jetzt hier innerhalb von 2, 3 Sekunden runtergeschossen habt. Nur durch den Burstfire der Alvaro. Und ihr seht, hier wären auch noch deutlich mehr drin gewesen. 15 aus 24 Shells. Also wieso 24? Wir haben insgesamt 4 Türme, A2 Rohre, macht 8. Ne? Also 8 Mumpeln in der Breitseite. Dreimal kommt der Burstfire, 8, 16, 24. 24 wäre Maximum Output gewesen, 100% Trefferbild. Wir haben jetzt hier 15 von 24 getroffen. Da wäre also noch deutlich mehr drin gewesen. Das ist das, was ich sagen will. Wir haben jetzt schon 9600 Damage gemacht. Und das in der kurzen Zeit.
Das hilft euch, gegnerische DD-Fights zu gewinnen, aktiv zu gewinnen, indem ihr nämlich unglaublich gut tradet. Danach macht die Gearing, wenn er schlau ist, gar nichts mehr, nämlich wegfahren. Der kann euch eigentlich gar nicht mehr contesten. Ihr habt nämlich erstens eh schon viel mehr Leben als die Gearing, aber durch den Burstfire hier hat er gar keine Chance mehr, euch irgendwie rauszunehmen. Dann fährt er weg, ihr habt das Cap gewonnen, gewinnt unglaublich viel Map Control. Das ist das, was euch Games gewinnt. Und das schafft die Avaro de Bazaan mit einem ziemlich coolen Feature, nämlich dem Burstfire-Modus. So Leute, zack, dann zum Fazit. Ihr seht hier nochmal meinen Kapitän. Also standardmäßig geskillt. Logischerweise die 4 Zerstörer-Skills, die wir immer mitnehmen, haben wir hier dabei. Präventive Maßnahmen mit letzter Anstrengung. Experte der Überlebensfähigkeit. Tarnungsmeister, ohne Frage. Dann gehe ich auf den Hauptbatterie-Flugabwehr-Experten. Der ist auch, glaube ich, Pflicht. Genauso wie der Adrenalinrausch. Da gibt es keinerlei Diskussionen darüber. Und dann könnt ihr wählen. Ihr könnt nämlich wählen zwischen dem furchtlosen Raufbold. Ihr seid nämlich Open Water viel unterwegs. 10% sind mehr als 5%, aber die 10% habt ihr nur, wenn ihr offen seid. Wenn ihr im Smoke farmt, habt ihr die 10% nicht. Oder wenn ihr hinter der Insel steht. Oder ihr macht so wie ich. Ihr nehmt die 5% mit Ladezeit, also hier den Hauptbatterie-Flugabwehr-Spezialisten, der natürlich weniger wert ist. Weil 5% für 3 Punkte sind weniger wert als 4%, als 4 Punkte für 10%. Logischerweise, ne? Kriegt dafür dann aber noch den Läuft wie geschmiert mit drauf, der die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie erhöht. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist hier den Sprengmeister mitzunehmen. Dafür habt ihr persönlich, finde ich, nicht die Punkte. Also Ladezeit bringt immer mehr als Brandwahrscheinlichkeit. Immer, Leute. Immer. Also immer, weil ne, ich habe es euch vorhin erzählt, ihr wollt den gegnerischen Zerstörer erstmal irgendwie rausnehmen. Das müsst ihr auch. Haben wir ja auch gesehen, wie das geht. Und das, da hilft euch halt keine Brandwahrscheinlichkeit da drauf. Und deswegen würde ich den Skill immer dem Sprengmeister vorziehen. Ansonsten zum Fazit. Kurz und würzig. Ihr habt es schon übers Gameplay gesehen. Und ich lasse das ja auch immer so ein bisschen durchscheinen. Ich persönlich muss euch sagen, dieses Schiff finde ich sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut. Weil ihr nämlich einen Allrounder an der Hand habt, der weder mit den Guns extrem schlecht, noch extrem krass gut ist. Also ihr habt keine DPM von Amasso, ihr habt keine DPM von irgendeinem mega krassen Schiff, was dafür aber keine Panzerung und keine Utility besitzt. Ihr könnt euch aber gut behaupten und vor allem auch, und das habt ihr gesehen, durch das Stoßfeuer. Wenn ihr natürlich gegen eine Sherman antretet, die Sherman ist unglaublich stark, Leute. Die Sherman hat so viel DPM. Gegen die muss man sehen, wie man antritt. Da muss man sich vielleicht auch mal smoken und dann vielleicht auch mal mit dem Stoßfeuer dosiert bewusst arbeiten. Die Sherman werdet da nicht so einfach rauskriegen. Das Smaland und Marceau werden auch schwierig werden, genauso wie eine Ragnar. Aber das sind die Top-DDs, Leute. Das ist ganz da oben. Darüber gibt's nichts, gerade in World of Warship. Eine Ragnar im Gunfight, Dogfight, Zerstörer gegen Zerstörer rauszunehmen oder eine Smaland oder eine Marceau oder eine Sherman, das ist unglaublich schwer. Alle anderen gehen aber auf euer Konto, Leute. Alle anderen normalen Zerstörer gehen auf euer Konto, verspreche ich euch. Und von daher auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr könnt euch behaupten gegen Zerstörer, ihr könnt euch behaupten gegen Cruiser, ihr könnt euch behaupten sehr herausragend gut gegen Schlachtschiffe, sowohl mit Long Range Farming als auch mit Torpedos, als auch mal mit im Smoke. Sitzen und aus dem Smoke schießen. Alles das, was er gesehen hat im Gameplay. Sehr, sehr gut. Und gegen Carrier seid ihr zumindest nicht komplette Opfer, weil ihr habt nämlich einen Smoke. Das ist schon mal besser als viele andere Schiffe, die dafür aber AA kriegen, die meistens dann gegen Super Carrier doch nicht so viel bringt. AA habt aber auch mit dabei, die euch zumindest dabei hilft, falls mein Jäger auf euch gesetzt wird, dass ihr den Jäger schnell runterkriegt. Das kriegt ihr damit sehr gut hin. Und von daher ein sehr, sehr gutes Setup. Ein sehr, sehr gutes Schiff. Meiner Ansicht nach, was vieles nicht herausragen kann, also auch die Verborgenheit mit 6,2 Kilometer geht natürlich besser, aber die ist gut, Leute. Das ist alles gut und von daher Stift die Approval, würde ich sagen. Falls ihr euch einen Zerstörer holen wollt im Rang 10, falls ihr noch keinen habt, hier habt ihr auf jeden Fall einen Allrounder, mit dem ihr viel machen könnt und der nicht nur an einem bestimmten Spielstil hängt. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Und ich hoffe, die Vorstellung, die hat euch ein bisschen geholfen. Dankeschön. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt.
Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.